Ja, hallo, der Matthias ist wieder hier und ich freue mich, dass du erneut mit dabei bist und mein aktuelles Video anschaust. Ich bin jetzt rausgegangen, die Sonne ist mittlerweile untergegangen hier in Cuxhaven und ich werde jetzt mal versuchen, mit der Ulanzi-Linse einige typische Lensflares einzufangen, die halt entstehen auf dem Linsenglas. Wenn jetzt Lichtquellen im Dunkeln zu sehen sind. Und da will ich halt mal schauen, wie das unter Lowlight-Bedingungen funktioniert und wie wir das hinkriegen. Bin schon sehr gespannt drauf. Dann wollen wir das mal versuchen. So, und ich habe jetzt auch wieder die Osmo Pocket 1 mit am Start hier. Mit der Ulanzi Anamorphic Lens und meine GoPro Hero 9, die Action Cam, GoPro Hero 9 Black. Die nehme ich jetzt als zweite Kamera, als B-Roll Kamera. Und ich hoffe, dass das Licht ganz gut noch ausreichend ist und dass der Anti-Verwackler nicht zu unschöne Artefakte dabei bildet. Ja, und das Wichtigste ist halt bei diesem Test rauszufinden, ob diese Linse, die Ulanzi-Linse, einige schöne Lensflares in der Nacht fabrizieren kann. Das ist wieder etwas schwierig auf dem kleinen Monitor des iPhones, das ich hier als Kontrollmonitor benutze, zu beurteilen. Allerdings klappt das schon ganz gut. Wenn ich jetzt hier so direkt auf die Autos zugehe, kann ich auf dem iPhone halt noch gar keinen Effekt feststellen. Was natürlich schon ein bisschen schade wäre. Bei meinen vorherigen Aufnahmen, die ich heute gemacht habe, an dem kleinen Teich, da hat das ja dann doch noch ganz gut funktioniert. Zuerst hatte ich das gar nicht so sehen können auf dem kleinen Kontrollmonitor. Aber dann habe ich heute schon mal angefangen, die Szenen nachzubearbeiten und da ist doch schon ganz gut was zu erkennen drauf. Hier die Passage entlang, wo die Läden sich befinden. Das haben wir hier. Der Parkplatz ist noch ganz gut gefüllt für die Uhrzeit. Es sind halt doch noch auch einige Kurgäste und Touristen vor Ort. So, genau. Und dann können wir jetzt hier direkt weitergehen in Richtung Bahnhof. Direkt auf die Scheinwerfer hinzugehe, sollte eigentlich ein bisschen was zu sehen sein. Jo, das ist unser Bahnhof dann hier. Bahnhof haben sie erst komplett neu gemacht, neu renoviert, da vorher in extrem desolatem Zustand war. Und da hatten sich dann einige Spender eingefunden, die das finanziert haben, dass der Bahnhof komplett neu gemacht werden kann. So, diese Szene kennt ihr vielleicht auch, diese Szenerie aus meinem Nightlapse-Video, Inspired by Tron, den Film.
Es ließ sich hier ganz gut filmen. Und es ist natürlich auch schön, wenn ich hier jetzt die Lensflares der Scheinwerfer der Autos mit drauf bekommen könnte. Was aber so weit noch nicht so danach ausschaut. Ich muss mal schauen, dass ich gleich doch nochmal eine andere Einstellung versuche, um diesen Effekt auch noch etwas herauszukitzeln. Natürlich sein, dass es mit einer extrem hohen ISO-Einstellung dann erst richtig funktioniert. Ich kann mir das fast nicht vorstellen, aber mal schauen. Ich sehe immer noch keine Unterschiede. Mal schauen. Ich gehe noch mal ein Stück weiter. Bild ist schön hell jetzt, sicherlich auch schön am Rauschen. Nur diesen Effekt habe ich halt so noch nicht gesehen. Jetzt immer noch auf die Automatik eingestellt, ISO automatisch. Ich sehe, wie gesagt, nichts, keine Unterschiede. Ja, gehen wir noch mal Richtung Stadt. Wenn ich hier so an den beleuchteten Schaufenstern entlang filme, komme ich den gewünschten Effekt natürlich sicherlich auch nicht hin. Aber dann habe ich wenigstens ein bisschen was gefilmt. Ja, und wenn sich dieser Test jetzt ein wenig als Fehlschlag erwiesen hat, wäre es natürlich schade drum. Voll in den Strahler gehalten, wirkt auch richtig gelb. Aber jetzt kann ich auch den Lensflare erkennen. Sagen wir wenigstens mal einen zumindest. Einen haben wir schon mal jetzt mit drauf. Hier in diesem Schaufenster direkt in den Strahler gehalten. Da könnt ihr dann auch erkennen, genauso wie schon vorher bei den Aufnahmen an dem kleinen Teich, dass sich das halt so verzerrt. Diese Linien bilden sich. Das ist dann dieser Lensflare. Ja, auch nicht mal schön zu sehen. Also möglich ist es, jedoch nicht so, wie ich das eigentlich gedacht hätte, so einfach zu realisieren. Ich denke, dass ich das Experiment dann hier auch langsam abschließen werde. Ich freue mich auf jeden Fall, dass ihr auch wieder das ganze Video geschaut habt. Ich hoffe, es ist nicht allzu lang geworden. Ja. Und ja, falls das Experiment einigermaßen funktioniert hat, würde mich das sehr freuen,
hat auf jeden Fall gezeigt, dass es nicht so einfach ist, unter den Lowlight-Bedingungen diesen gewünschten Effekt zu erzielen. Ich habe mein Bestes gegeben. Ich werde dann sicherlich, wenn ich die DJI Pocket 2 habe, auch damit noch solche Testreihen durchführen. Ja, bis dahin bleibt mir dann nur noch zu sagen, dass ich mich bei euch bedanke, dass ihr das Video bis zum Schluss angeschaut habt. Ich werde dann schon bald wieder ein neues machen. Bleibt alle gesund, habt Spaß, unternehmt was mit Freunden, mit der Familie, das ist ganz wichtig. Wenn euch das Video gefallen hat, gebt mir einen Daumen nach oben, lasst einen kleinen Kommentar da. Freue ich mich immer drüber, das wisst ihr. Ja, und ansonsten sehen wir uns dann bald auch schon in meinem nächsten Video. Also bis dann, euer Matthias.